Hallo und herzlich willkommen hier in der RW-Show. Heute sind wir in der Stadt. Muss ich eigentlich auch noch überlegen. Wir sind heute in Nordhausen. Das erste Match ist ein Triple Threat Tornado Tag Team Match, aus denen die das erste jetzt verloren haben, und für die Survivor Series. Die Gewinner werden nochmal die Chance bekommen. Und die Gewinner werden auch heute nochmal antreten müssen, aber das später. Und das erste Team, also Justin Ennis, war schon im Ring. Und hier kommt sein Tag Team Partner Ennis. Und der Tag Team ist ja Bad Boy. Hab ich ja gedacht, böse Jungs. Und das ist unser erstes Match für heute. Der Javages kommt übrigens nächste Woche. Somit ist das die vorletzte Show der LWS-Show heute. Und hier kommt das nächste Tag Team zum Ring. Imperium. Und heute wird es auch rausgefunden, wer bei den Dieven weiterkommen wird. Zwei stehen ja schon fest mit Carmella und Shayna Baszler. Und heute können noch zwei hinzukommen. Und dann wäre das von den Dieven der Wäscher fertig. Und bei den Männern wird auch noch heute ein Wrestler rausgefunden. Aber da kommen wir zu später. Und hier kommen die Lucha House Party mit Ricardo und Ricardo Sturm.
Und los geht's mit diesem Match. Übrigens, wegen den Matchregeln, alle sind im Ring. Ein Pin oder Aufgabe gewinnt das Match. Alles ist erlaubt. Nur wer gepinnt wurde, also der eine Pin entscheidet, wer das Match gewinnen wird. Somit müssen alle Tag Teams, die ganzen Wrestlers, auf ihren Tag Team Partner aufpassen. Oder auf den gegnerischen Tag Team Partner aufpassen. Sozusagen. Wenn einer gepinnt wird, wird auch das andere Tag Team direkt als Niederlage sein. So, wegen der Tundere-Kläffe, dass man vielleicht im Hintergrund hören kann, das kläffen sie gerade nicht mehr.
Und Imperium bekommt nochmal die Möglichkeit zu gewinnen.
Das bedeutet, Imperium wird später auch noch kämpfen. Und das gegen Butch und Rich Holland. Und die Latin Brothers werden in die Alpha Academy kämpfen müssen noch. Und wer die Matches da gewinnt, ist bei der Survival Series weiter. Aber wir kommen jetzt erst zum nächsten Match. Das nächste Match ist bei den Diven. Ein Triple Threat Match. Die Gewinnerin wird bei Survival Series für die Women Frauen in den Wargames mit dabei sein. Für die Avenger. Die erste, die zum Ring kommt, ist Gigi Dolin. Zwei Diven sind ja schon weiter. Die sind auf jeden Fall mit dabei schon. Mit Carmella und Shayna Baszler. Und jetzt hier werden wir die dritte rausfinden. Später wird es übrigens auch nochmal davon ein Match geben. Da werden wir rausfinden, wer die vierte ist. Somit wird es heute festgestellt, wer die vier sein werden. Die gegen die XXX-Show kämpfen werden. Die nächste, die zum Ring kommt, ist Gisela Schmidt. Und nun kommt die letzte Diva zum Ring. Und das ist Ronda Rousey. Und los geht's mit dem Match. Auch hier übrigens, wie eigentlich bei den Tag Team gerade, jeder gegen jeden. Alles ist erlaubt. Pin und Aufgabe muss im Ring passieren. Ein Pin und Aufgabe reicht, um das Match zu gewinnen. Die andere wird automatisch auch verlieren, die jetzt nicht gepinnt wird oder auch gar nicht pinnt. Wird dann auch halt auch was sein. Damit muss jeder Wrestlerin da auch bei den Pins aufpassen.
Thank you.
Und Gisela Schmidt hat es geschafft, dieses Match zu gewinnen und ist somit dabei. Nun kommen wir dann zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein 1 vs 1. Wird jetzt aber nichts wegen Savages Bedeutung haben oder so. Der erste, der zum Ring kommt, ist Shinsuke Nakamura. Und ich werde, glaube ich, das überspringen, weil die Fans das Intro von Shinsuke Nakamura singen. Und wegen Datenschutz und so. Ja, das machen wir erstmal noch. Mit den Sprecher. Aber ich glaube, ich kann das doch noch so lassen. Behindert jetzt ja nicht die ganze Zeit. Und hier ist der Gegner von Nakamura, Ricochet. Und mal schauen, wer dieses Match gewinnen darf, ob Nakamura oder Ricochet. Thank you.
Und Shinsuke Nakamura hat das Match gewonnen durch Auszählen. Und wir kommen zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen 3 Wrestlers, die bei der Savarius dabei sein werden, gegen 3, die rausgeflogen sind in den Matches. Und der erste, der zum Ring kommt, ist LWS. Dann ist es eine kleine Vorbereitung für das Javarius Match, für den War Games, dieses Tag Team Match hier. Der nächste, der zum Ring kommt, ist Bobby Lashley. Heute wird ja auch noch herausgefunden, wer der vierte Teilnehmer ist, der in den War Games mit reinkommt für die LWS-Show. Und jetzt fehlt nur noch ein Teilnehmer, der auch dabei sein wird, ist mit Brock Big. Aber das Match, wenn wir später noch haben, wer auch noch mit dabei sein wird. Und hier kommen die Gegner. Mit DDL. Er hat es ja nicht geschafft, weiterzukommen.
Und der nächste, der zum Ring kommt, ist Rikishi. Der Vater der Usos und Solo Sikoa, ein Verwandter von Roman Reigns und The Rock. Und von, mein auch noch der Vater auch von Tamina. Und auch noch ein Verwandter von Umaga und Yokozuna. Eine sehr große Wrestling-Familie. Und hier kommt der letzte Teilnehmer. Und es wird sein Colin Benzo. Mal sehen, ob das Team, die drei auf jeden Fall so ein Beispiel bereit sind oder ob sie noch nicht bereit sind und gegen drei verlieren, die sie eigentlich schon besiegt hatten. Also Bobby Lashley hat ja zum Beispiel Rikishi besiegt. Elvis hat Colin besiegt und Brock Big hat der gar nicht DDR besiegt. Hat er Scar und Mr. Marlin als Gegner. DDR war ja letzte Woche gar nicht dabei. Sollte aber vielleicht DDR gewinnen, hat er vielleicht auch nochmal die Möglichkeit. Aber auch nochmal halt ein extra Match. Heute würde er es dann bekommen. Sollte er es aber verlieren, wird er auf jeden Fall nicht mit dabei sein.
Thank you.
Thank you.
Und das Team Bobby Lashley, AWS und Brock Lesnar tatsächlich gewonnen. Und man könnte jetzt auf jeden Fall stetig und sagen, was man sagen kann, die sind bereit. Für Survivor Series. Mal schauen, wer auch noch der vierte sein wird. Wir kommen jetzt aber zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein Triple Threat Match für den Diven. Die nächste Frau, die bei Survivor Series dabei sein wird, die letzte. Wir haben damit Camelia, Sonya Baszler und Gisela Schmidt. Und die erste, die zum Ring kommt, ist YouTube.
Und die nächste, die zum Ring kommt, ist Nia Jax. Und die nächste ist Saraya, die sehr oft den 24/7 Championship gewonnen hat. Und das ist dort auch die letzte, die jetzt zum Ring kommt. Schließlich, wie schon gesagt, ist das ein Triple Threat Match mit nur drei. Aber hier auch wieder dieselben Regeln wie die anderen Triple Threat Matches. Und los geht's mit diesem Match.
Übrigens haben wir eine Nachricht für euch. In heutigen Hauptmatch wird es ein Titelmatch geben. Und es wird ein Ladder-Match, oder besser gesagt TLC-Match sein. Und hier hat Nia Jax gewonnen und wird somit zusammen mit Carmella, Shayna Baszler und Gisela Schmidt in den Wargames rangehen. Und wir kommen zum nächsten Match. Der letzte Teilnehmer der männlichen Wrestlers. Der nächste Match ist wieder ein Triple Threat Match der männlichen Wrestlers. Der letzte Teilnehmer für die männlichen Wrestlers. Wer mit in die Javara GSG. Und der erste Teilnehmer für dieses Match ist Straw. Der nächste Teilnehmer, der zum Ring kommt, ist Ricardo Boss, aktueller Hardcore Champion, der bei diesem Pay-Per-View wahrscheinlich nicht in der Antritt sein wird. Ist er dem Ricardo verliert, dann kann es sein, dass auch dieser Match um den Hardcore Championship hinzukommen würde. Sollte aber hier Ricardo gewinnen, bleibt er halt Champion und ist halt bei der Safari Series dabei. Und hat vielleicht auch nächste Woche erst ein Match um den Championship. Und der letzte Teilnehmer ist Finn the King. Germany, weighing in at 264 pounds, and
Und über den Samba nach dem Pay-Per-View ein Debüt zu feiern hier. Steht zwar noch nicht fest, in welche Show da geht, in die LW-Show oder in die XXX-Show. Auf jeden Fall wird es in der Wrestling-Show hier einen neuen Wrestler geben. Seid gespannt, wer es sein wird. Ein paar Wrestler, und ich kann auch schon mal sagen, ein, zwei Wrestlers werde ich ein bisschen vom Charakter her ändern, also von Aussehen her, wie die zum Ring laufen. Und los geht's aber hier mit dem Match. Wie schon gesagt, der Gewinner wird als letzter Teilnehmer in den Wargames Match dabei sein. Und sollte ihr übrigens in dem Match Raw nicht gewinnen, wird es vielleicht auch ein Match geben zwischen den beiden Lucha-Dwarfs, Lucifer und Rey Mysterio. Aber das muss ja noch entschieden werden. Ungefähr zu sagen, als die Frage, welcher Luchador in welcher Show ist der bessere. Thank you.
Und Ricardo Boss hat dieses Match gewonnen und steht somit als Teilnehmer, also als letzter Teilnehmer fest. Und somit muss er in der nächsten Woche um den Hardcore Championship kämpfen. Und somit werden ein paar Wrestlers von der XXX Show auch mit dabei sein. Für halt um den Titelmatch. Und wir kommen hier zum nächsten Match. Das nächste Match wird ein Tag Team Match sein. Die Tag Team Gewinner sind auf jeden Fall beim Javaljev mit dabei. Und wir werden heute den sehen, wer es sein wird. Und das erste Team, was zum Ring kommt, ist die Luckin Brothers. In der XXX Show stehen ja schon die Tag Team Teilnehmer fest. Sind auf jeden Fall. Ah ne, die müssen ja auch noch spielen. Also mit Jeb Stout steht es noch nicht fest. Nur der bei der XXX Man Leute. Da wird es uns feststehen mit Goldberg, Martin Guerrero, Johnny Gargano und Drew McIntyre. Die werden dann antreten gegen Elvis, Brock Big, Bobby Lashley und Ricardo Boss. Bei den Diven steht noch nichts fest und beim Tech Team muss jeweils noch gekämpft werden. Und hier die Lucky Brothers. Also Julian und Joshua werden begleitet von Janis und die werden antreten gegen die Alpha Academy. Mit Otis und Chad Gable. And their opponents at a combined weight of 503
Und los geht's mit dem Match. Und somit steht's auch fest, Imperium muss auf Butch und auf Rich Holland treffen. Und nächste Woche werden auch die Tag Teams, die jetzt hier gewinnen, auch zusammen dann arbeiten, aber gegen die, die verloren haben, um zu gucken, ob die bereit sind fürs Pay-Per-View.
Thank you.
Und die Alpha Academy haben dieses Match gewonnen. Und das bedeutet, die Lucky Brothers sind raus. Und wir kommen zum nächsten Match. Wir kommen zum nächsten Match, ein 1 vs 1 um den 24-7 Championship. Da wird es übrigens ein Fatal 4-Way Match geben. Zwei von der Elvis Show, zwei von der XXX Show und halt der Champion. Auch bei den männlichen und auch bei den Diven. Heute erstmal auf jeden Fall. Geht um den 24-7 Championship und 1 vs 1. Der erste Teilnehmer, der zum Ring kommt, ist Mr. Marlin. Und hier kommt der Gegner, Talvin Wax.
Mal schauen, wer der neue 24-7 Champion sein wird. Und los geht's mit dem Match.
Thank you.